Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch die Demo von Post-Trauma. Und auf YouTube geht das Ding ja relativ gut gerade durch die Decke. Alle schreiben Silent Hill so ein bisschen so in den Subtext ihrer Titel. Und Zeit für uns mal reinzuschauen, ja, würde ich sagen. Wir wachen in einer irgendwie vollgeschmatterten U-Bahn auf und sind keine Ahnung wer und gucken erstmal ein bisschen jetzt hier rum. Try to padlock. Okay, alles klar, hier haben wir ein Zahlenschloss. Und wir schauen mal erstmal. Wir spielen anscheinend einen etwas älteren Asiaten. Und was mir schon mal gleich auffällt, wir haben feste Kameraperspektiven. Word, but nothing interesting here. Ja, da sagst du was. Ja, die erinnern so ein bisschen so an die alten Tage von Resident Evil. Maybe I should ask for help. Ja, solltest du vielleicht tun. So hörte sich definitiv meine letzte Anrufbeantworteransage an. Kommt mir vertraut vor. Okay, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Er schaut halt immer in irgendwelche Ecken. Another ad. That seems important. Und ich werde dem mal nachgehen. Hier schaut er auf. Was haben wir hier? Ja, anscheinend eine Metrokarte. Don't recognize any of these stations. Sind wir hier? Sind wir in Seoul? Wo sind wir? Was ist das? Erkennt diese Karte irgendjemand? Ich gehe mal weiter. Oh, ah, nice, 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 nice. Und das ist natürlich... Das macht Spaß, wenn ich diese Kameraperspektiven schon sehe. Ah, ich stehe drauf. Ich stehe wirklich drauf. The good old days. This newspaper was from... Oh, von vor 13 Jahren. Kann man machen. Kann man machen. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal ein Stück Karte. Sehr schön. Scheinbar finden wir immer mehr Fragmente. Können wir hier auf was schauen? Von der Metrokarte? Was ist das? Okay. Können wir hier? Cannot pass. Vercrouch. Wie können wir denn crouchen? Ah, okay, alles klar. Ich spiele es gerade über den Xbox-Pad. Da ist es quasi. Was? Was war das hinter mir? Ja, und das hört sich wirklich gerade schon sehr Silent Hill gerade an. Ja? Sneak immer vorwärts. Und wir sehen überall diesen... Ich nenne es mal vorsichtig PlayStation-Code. Viereck, Dreieck, Kreis, X und Dreieck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich nehme mich mal hier hin. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Klingt nicht gut. Ah, okay. Ja, natürlich nehmen die Taschenlampe mit. Junge. Ja, danke. Okay. Also, wie... Alles ist irgendwie mit diesem eher fleischigen Gedärm überzogen. Ist das jetzt ein Feind? This has to be the lucid dream. Turn into a nightmare. This can't be real. Ja, das denkt sich wahrscheinlich jeder, der denn hier in dieser Situation ist. Okay. Das blendet ein bisschen. Kann ich die Taschenlampe auch ausmachen? Ja. Denke mal, dann sieht man nicht mehr so viel. Was ist los jetzt hier? Ah, okay, alles klar. Bitte. Ja, wer kennt's nicht? Ja, ich, der hier in Berlin lebe, irgendwie einmal U8 fahren. Ist das ähnliche. Okay, also wir müssen uns mal irgendwie diesen Code merken. Und können wir rennen? Ja, wir können rennen.
Ich würde mal zurückgehen, denn ich habe am Anfang, da wo das Zahlenschloss zu sehen war, etwas gesehen, das ich mal kurz überprüfen wollen würde. Es ist ein etwas feisterer Kerl und deswegen ist er mir... Ist er mir direkt sympathisch? Sag jetzt. Don't touch. So, und zwar hier haben wir Dreieck 1. Also, ich schreibe mir mal ganz kurz. Wir machen es mal anders. Ich gehe mal nach hinten und schreibe mir mal den Code auf. Hätten wir natürlich mal gleich machen sollen. Aber ich denke, das Zahlenschloss war fünfstellig. Und ich glaube, diese Metrokarten haben damit zu tun. 1. Na, ja, könnte genau, ne? Hinten haben wir auch Dreieck 1 und hier wären wir quasi mit dem Dreieck auf Route 1. Schauen wir mal, ob es hinhaut. Okay, ich gehe nochmal kurz hinter. Spurte fix. Manfred, ich nenne ihn einfach jetzt Manfred. Oder nein, wir nennen ihn. Doch, wir nennen ihn Manfred. Ich möchte jetzt hier nicht Klischees erfüllen und ihn Yoshi nennen. Vielleicht heißt er auch einfach Dirk. Okay. Den Code schreibe ich mir jetzt erstmal kurz mal auf. So, und dann weiß ich schon mal, dass die zweite und die fünfte Zahl eine 1 ist. Würde ich jetzt mal so sagen. Dann werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die andere Karte, in der Hoffnung, dass sie halt ein bisschen vollständiger ist. Und diejenigen, die den Kanal schon mal ein bisschen verfolgt haben, wissen, sobald ich den Xbox-Pad in der Hand habe, läuft so semi bei mir. Man wird zwar immer besser, so mit der Zeit. Nicht, aber naja. Okay, also die violette Linie ist die 2. Die rote ist die 5. Schauen wir mal. So, dann werden wir den Code mal eingeben. Yes. Und zwar, was habe ich mir jetzt aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben. 9. And the gate is open. Okay, die Kette verschwindet. Und wir können in den Gedärmetunnel. Ach, wie toll. Wie toll. Das ist auch das, was man unbedingt will. Ach du Schande. Boah, also ich stehe wirklich auf diese festen Kameraperspektiven. Ne? Irgendwie, viele mögen die wahrscheinlich nicht. Aber ich stehe drauf. Ich finde die gut. Okay, wer war das? War das eventuell der Schaffner oder der Fahrkartenkontrolleur? Ich gehe noch nicht dahin. Ich gehe mal in die Richtung. Was finden wir? Ja, das ist schon wirklich das... Ja, also wir kokettieren schon sehr mit Silent Hill hier. Looks like... A wooden arm, it's holding a key. Should I take it? Naja, Schlüssel. Beim Schlüssel sagen wir nie nein. Und was haben wir hier? Hier haben wir ein Getränkautomat. This machine uses currency I have never seen. Okay. Gut, können wir anscheinend noch nichts mitmachen. It's locked from the other side. Und? Ja, krass. Wird schon krass aus. Können wir hier lang gehen? Weiter ins Dunkel. Es hat halt wirklich diese... Okay. Okay. Ah, tut mir nicht weh. Okay, wir... Stop me from going forward. But even a flashlight had illuminated.
Verkult move forward, aber not. Okay, alles klar. Gut, also er kann nicht weiter vorwärts gehen irgendwie und die Taschenlampe erleuchtet auch nicht das, was da ist und er kann einfach nie vorwärts laufen. Die Langsamkeit des Spiels erinnert mich tatsächlich wirklich sehr an Silent Hill. Und es sieht großartig aus. Sieht wirklich großartig aus. Was können wir hier machen? Better not touch electrical components if not needed to. Ja, okay. Da müssen wir anscheinend später nochmal ran. It's locked. I need a key. Ja, den haben wir. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay. Krass. What? Oh, eine Axt. Jipse. Aber Axt heißt auch, müssen wir damit kämpfen? Weil damit welcher Taste schlägst du? Ach, alles klar. Drücken und loslassen. Das ist aber auch fancy. Können wir hier nochmal schauen? Ein Poster? Ja, Axt heißt, Waffe beruhigt einen immer so ein bisschen in den Händen, aber heißt doch gleich im Umkehrschluss Feinde. Hallo, ich bin's, Manfred. Daddy's here. Okay, oh, wir haben hier Lichtschalter. Sehr schön, Lichtschalter ist schon mal gut. Oh, dies. Okay. Mit. Hier sind drei Statuen und, ja, die in der Mitte hat keinen Kopf. Was haucht denn und hechelt hier so? Oh! Who are you? Na? Kann ich dich anklicken? Bist du anklickbar? Looks like it's the only exit, but someone or something is there. Sobbing, looking at me. Ja, das ist der einzige Ausgang. Und irgendwas versteckt sich dort und... Oh! Oh, shit. Ach, schon mal. Eine Münze. Cool, die nehmen wir. Ich würde mal sagen, ich gehe mal weg. So, wenn wir eine Münze haben... Dann geht doch mal zum Automaten. Ich weiß auch ehrlich gesagt ja nicht, warum wir jetzt so einen Charakter spielen. Ist eigentlich sehr unüblich, muss ich sagen. Aber gut, who knows. Die Frage ist auch, wie viel werden wir jetzt in dieser Demo darüber herausfinden. Okay, und wir haben... Scoop-to-Kopf, na klar. Öfters mal gezogen an so einem Automaten. Großartig. Ja, haben wir. Gut, dann ist, denke mal, klar, wo der hin muss. Und zwar auf die Büste in der Mitte. Also, mich würde es wirklich freuen, wenn hier ein fertiges Spiel rauskommt. Zeig mal zum jetzigen Zeitpunkt. So, alles klar. Und wir benutzen den Kopf. Und nun, bitte lass mich jetzt hier nicht kämpfen. Okay, okay. And he's gone. Ach du Scheiße. Alles klar, hier stehen eine Menge Mannequins und einer davon ist ziemlich mit Blut bedeckt. Also, Benny hat ja nun wirklich nicht so ein Problem mit Mannequins. Ich persönlich finde die sehr unheimlich. Also mich kriegen die auch in Spielen. Was klickt denn hier so? Oh, Kinder, nee, was sind das alles? Sehr Müll liegen lassen. Das ist ja ekelhaft. Oh, krass. Krass, krass, krass. Finde ich cool. Wenn ich sowas auf irgendeinem Bürotisch sehe, bei manchen irgendwie, fange ich direkt an, die erste Kugel anzuschubsen. Finde ich cute, das Ding irgendwie. Finde ich auch extrem beruhigend. So, willkommen beim, Kugelsimulator 2022. Das Video geht jetzt 3 Stunden. Jetzt ist. Oh, pfui Teufel irgendwie. Was
ist hier wohl passiert? Was? Ist das vielleicht so ein klassisches Fotos von Europa, so Architekturstil? Okay, meine Tochter benutzte das als Beispiel, um mir die Unterschiede zu zeigen, als sie jung war. Locked. Okay, der Filter ist schon mal beängstigend. Oh, ist das fies. Oh, Mann, nee. Ah, hier haben wir eine komplette Transit Map. Ja, ist ein Stück Kunst. Sieht ganz toll aus. Ganz, ganz schau. Wirklich. Ah, sieht wie ein toter Körper aus. So, hier können wir uns jetzt anscheinend noch die neuesten Poster anschauen und die neuesten Werbung. Die halt so klassisch in so einem U-Bahnhof immer hängen. Mach doch mal Taschenlampe an. Oh Mann. Ey, wirklich, Mannequins finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Besonders wenn die sich dann so plötzlich so bewegen. The gate is locked. Okay. Oh nee. Folgt sie mir mit dem Kopf? Na klar, folgt sie mir mit dem Kopf. Oder? Ja. Da muss ich direkt aufhören. Ach, wieso? So, mal hier ist Licht. Licht ist immer gut. Ah, okay, alles klar. Der Generator sieht in guter Verfassung aus. Aber der Tank ist leer. Müssen wir also irgendwo etwas Treibstoff dafür herbekommen. So, laufen wir hier weiter. Was ist hier alles? Eine Silbermünze. Oh, muss ich jetzt nochmal bis zum kompletten Automaten zurücklaufen? What? Echt? Oder gibt's... Okay. Sie gibt mir einen grünen Stein. Soll ich ihn nehmen? Nein. Krass. Oh, krass. Oh, bitte bleib da einfach jetzt stehen und mach nicht irgendwas. Schlimm mit. Bitte! Die Hecke, diese Soundkulisse ist auch, und hier ist ein Automat. The machine has no power. Okay, alles klar. Wir brauchen also definitiv erstmal irgendwie Sprit für den Generator. Was ist denn das für ein Geräusch? Was ist hier? Was ist das? The same symbol from before. Und was? Was soll das sein im Boden? Glory Hole? Was ist das? Oh Gott, also diese Geräusche. Die, also, nee. Blockt. Finden wir hier noch irgendwas? Oh Gott. Oh, warte mal, hier ist. Kannst du das nehmen? Man nimmt das da, das ist ein Kanister. Oh, okay. Okay. Ganz schau. Another key. Ja, nimm den. Registration key. Alles klar. Oh. Oh Gott. Oh, also das Spiel macht mich schon echt gerade fertig. Ich würde mal sagen, vielleicht die Tür im Treppenhaus. Das ist die einzige Tür, die jetzt so verschlossen war.
Die würde ich mal ausprobieren wollen. Diese hieße hier. Locked. Ja. Yes. Was ist das? Safe Room? Ah, guck mal hier. Guck mal hier. There's a few can there. Take it? Yes. Okay. Alles klar. Wir haben einen vollen Benzinkanister. Kann ich hier machen. Save your progress. Und ob? Ich bin ein großer Freund des Speicherns. There's a note there. Trust the bloody one. Hier kann man ansonsten irgendwas machen? Nö. Zieh mal. Chill jetzt. Bier reinpfeifen. Okay. So, na dann befüllen wir mal den Generator. Die Steuerung ist natürlich aufgrund der fixierten Kamera immer so ein bisschen hakelig. Das ist der große Nachteil, finde ich, daran. Aber die Atmo wiegt das auf jeden Fall auf. Irgendwann ruft man sich auch wieder so ein bisschen ein. Und dann geht das ab. Dann stört es auch gar nicht mehr. So, ist klar. We got it. Du! Muss ich jetzt. Nein! Oh, fick. Hab ich irgendwo eine Lebensanzeige? Doch. Oh, shit. Stirb! Defeated! Bitch! Oh, die da hat zwei Messer am Rücken? Oh. Okay, auch da verschwindet die Kette. Und noch mehr Mannequins. Nein, wie schön. Ugh, was ist denn jetzt da lang? So, jetzt kann ich hier jetzt die Münze benutzen oder muss ich wirklich zu dem anderen Automaten zurück? Das soll hier hin, oder? Wir haben den Redstone. Okay, ich habe jetzt einen grünen Stein und einen roten Stein. Wozu sind eigentlich die Kippen da? I do not smoke, but it's always a good conversation starter. Ja. Hätte ich auch jetzt mit dir quatschen können, hätte ich eine Kippe anbieten sollen oder was? Naja. Hier ist jetzt auch. Wo geht denn jetzt hin? Wo geht denn jetzt hin? Ich gehe mal erstmal hier hinten hin, wo die. Oder? Ja. Wo geht denn. Ach, jetzt. Ja, gut, also ja. Nein! Gehen wir mal hier hin. Also, ich sehe schon ganz schön. Oh, der Pfeil zeigt nach unten, das ist kein gutes Zeichen. Ich bin ganz schön mit Blut bedeckt hier irgendwie. Ich glaube, mir geht's nicht süd. Mir geht's nicht süd. Findet man hier irgendwas? Was ist das da in der Ecke? Für einen Totenschädel. Hm. Beruhigend. Der Pfeil zeigt nach oben. Und wir folgen ihm. Kann ich hier auf? Okay, alles klar. Das geht, das ist gut. Das geht. Oh Gott. Ah, alles klar. Okay, ich glaube, wir müssen 3 Steine insgesamt finden, weil das sieht so aus, als könnte ich hier nicht rüber. Und der leuchtet blau. Was macht das? Es leuchtet blau. Großartiges Zitat. Wir müssen anscheinend einen Stein noch finden. Wahrscheinlich wäre ich auch ohne den roten und den grünen gar nicht hier rüber gekommen. Ah.
Ich glaube, die haben uns auch nur so einen älteren Herren jetzt an die Hand gegeben, damit er halt einfach nur 3 Meter rennen kann und dann nicht mehr kann. Oh, gerade schön nochmal erschrocken. Schönen Danko. Scheißspiel. Also, ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht über die Demo. Ist ja manchmal immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich Sachen nicht anschaut, irgendwie, die aber total überhyped sind, irgendwie, weil man sie halt wirklich auf allen selbst konsumierenden Kanälen sieht, ist das immer so ein bisschen schwierig. So, was ist, was wird das hier? Greifst du mich an? Mann, so schreckhaft. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar muss ich hier. Good morning. Hier vorne hängt ein Zettel. Ich lese ihn mal. Your friend is looking at the back of the angel of an angel. The rebel is looking at herself. The ghost is scared of chains. The dancer is she and the proud can't read. Okay, alles klar. Ich denke mal. Ja, alles klar. Wir müssen die Statuen hier in irgendeine Kombination schieben, wie wir sie gerade gelesen haben. So, nach 8 Stunden rumfummeln irgendwie, hat's Benny jetzt Gott sei Dank so hingeschnitten irgendwie, dass er passt. Und das müsste jetzt das Rätsels Lösung sein. Yes. Und was hast du hier für mich? A Blue Stone. Jawohl. Alles klar, wir haben den Blue Stone. Wo geht's denn hier überhaupt noch hin? Ah, hier ist locked. Lockhead. So, alles klar. Na dann hoffe ich mal, dass ich nun auch die blaue Brücke, sag ich mal, ja, wie sagt man denn? The few cans, but all empty. Geschlossen hat und wir rüberlaufen können. Oh, das sieht aus. Das sieht aus, das Vieh. So ein bisschen mit dem bedeckten Blut assoziiert so sofort so ein bisschen so Big Boss. Ja. Okay, wir können über die rote Brücke gehen. Und wir können über die grüne Brücke gehen und die blaue ist jetzt ebenfalls da. Nice. Okay. Kurz mal Luft holen hier. What's next? Oh, okay, alles klar. Ich glaube, das war's. Ja, das war's mit der Demo von Posttrauma. Mega geil, mega geil. Also ich habe richtig Bock drauf. Und hey, wenn es euch gefallen hat, das Spiel ist definitiv noch nicht in der Fertigstellung. Created by Robert Serra. Irgendwas, irgendwie schon wieder so eine Ein-Mann-Gurke hier. Irgendwie Wahnsinn. Ja. Das Spiel ist noch nicht fertig. Unterstützt den Entwickler, damit es hoffentlich fertig wird, damit wir es hier für euch auf den Kanal bringen können. Ich habe richtig Bock drauf und ich hoffe ihr auch. Ansonsten, ihr Lieben, wünsche ich euch viel Spaß. Lasst einen Daumen nach oben da für das Video und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao.